Und damit willkommen zurück zu Scorn, zu einer Episode, auf die ich jetzt nicht so Freude habe, wegen dem Typen da vor uns, denn ich weiß, das wird ein Bossfight werden und ich glaube, ich werde das nicht auf das erste Mal schaffen. Gut, wir haben in der letzten Episode schon gesehen, wir haben da die Dinger da hinten und das Ding da hinten und ich... Was für eins nehme ich denn? Der, was hier so super drauf ist. Vielleicht nehmen wir mal den hier. Alter, was ist das für ein Vieh? Ist es diese weiterentwickelte Lebensform, die da hier machen wollten? Fängst du jetzt gleich an, wenn ich das hier mache? Nicht? Fehlt noch was? Ich meine, wie gehst du denn überhaupt? Was? Brauchst du irgendwie einfach mal so Arme und so? Kann das halt nicht nehmen? Das ist ja auch so dick, ne? Einfach mal so random Arme und Beine und so. Ich weiß ja literally nicht, was ich tun soll. Muss ich da oben stehen? Nee, glaub nicht. Nö, das war Ammunition. Ich kann den hier wieder nehmen. Aber was soll ich mit einem zweiten machen? Was übersehe ich? Hier. Oh. Okay. Gut. Oh, nee, warte mal. Wir hatten doch diesen einen Apparat da. Komm mal mit. Komme ich zu dem hin? Ja, da rein. Nö. Okay, dann halt nicht. Ein Versuch war es wert. Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich das wieder ablegen? Ja, kann ich. Kann ich das Baby vielleicht irgendwie so solo nehmen? Oh. Okay. Warum? Okay. Ah, und jetzt haben wir auch Arme und Beine. Jetzt hier rein? Nö. So, dann... Das da vielleicht ein Apparat? Oh ja. Oh. Echt?
Das war's? Ich dachte, Bosskampf? Habe ich jetzt hier gerade was exploited? Also, ja, okay, gut. Dann kein Bosskampf? Ich war mal so sicher. Ach, stimmt ja. Das konnte man ja hier wieder reintun. Einmal ein Bibi-Mix in... da rein. Okay. Und jetzt? Okay, ich brauche noch mal so etwas. Warum auch immer mal so Baby-Chews da reinmacht und dann der Kopf hier aufgeht und sie lebt? I guess. Was mache ich denn damit jetzt? Oben ging es ja nicht weiter. Vielleicht das Leere da noch mal einstecken? Hm, das geht tatsächlich. Shit. Für einen Moment dachte ich, ich hätte den Bosskampf vielleicht aus dem Weg gehen können. Ja dann. Warte mal. Da drin ist ja auch so eins. Heißt das, wir haben hier eventuell drei Phasen? Ich meine, die erste war jetzt ein bisschen für den Arsch. Das ist Nummer zwei. Na? Oh. Ja, danke schön. Ich glaube, jetzt geht's los. So, du warst ja dieser Granatenmensch. Oh, tschüss. Ich hab keinen Bock auf dich. Wow, wow, wow. Ne? Oh, fuck, 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 fuck. Das war ein Fehler. Ne? Schießt du nochmal? Ah, jetzt. Ha. Oh, hätte ich da nochmal reinmachen können. Oh. Komm her. Fuck. Ja. Einmal schön rum. Tschüss. Komm her, schieß nochmal. Schieß. Schieß. Sag mal, wie viel Schuss hast du? Hast du da eine Ammo-Bank da am Rücken? Yes, er macht schon wieder.
Was, das war's? Nee. Oh, tschüss. Oh. Wer? Oh, fuck. Nice. Okay, damit wieder nach. Einmal hier rüber. Nee, nee, andere Seite. Shit, die Dinge werden immer kaputter. Komm her. Wann geht dir die Munition aus? Komm her. Schieß. Ja, er macht's wieder. So, jetzt down. Wie oft? Doch down? Oh. Oh, oh, oh. Ja, gib mal her. Her damit. Ja, das war ja so klar. Final Kill. Shit. Ah. Weg. Wow. Was mache ich jetzt? Kannst du dich auch selber umnieten? Ich glaube, das führt nicht sehr zum Ziel da. Fuck. Er ist auf jeden Fall verwundet, aber Achtung, ey. Ey, wie oft kannst du schießen, bevor du nachladen musst? Komm, Alter. Ins Gesicht. Komm, mach. Schade dir selber. Ja, ich glaube, ich muss das Baby treffen. Ah, ich habe eine Idee. Andere Waffe. Fuck. Mach nochmal auf. Scheiße. Mach nochmal auf da. Yes. Das könnte funktionieren. Mach auf. Fuck. Und dann rusht er nach vor. Okay. Fuck. Scheiße. Scheiße.
Gut. Tot? Sei jetzt bitte tot. Ja, I guess. Okay. So, und Baby. Aber brauchen wir nicht zwei? So. Bitte einmal Smoothie machen. Es wird auch beim zweiten Mal nicht besser. Ja, siehst du? Jetzt nicht komplett. Was war's? Einmal durchladen. Komme ich jetzt zu dem anderen? Beziehungsweise, weißt du was? Wir tun mal kurz aufladen. Wann Schuss ist Schuss. Wenn wir schon mal die Option haben. Und hier bitte auch. Nice. So. Und da ist immer noch was drin. Wie schauen wir denn aus? Na komm. Nice. Kannst du nochmal? Na shit, doch nicht. Okay, da hat er seine ganze Munition drin. Ich würde mal sagen, er ist irgendwie so eine Art Wächter. Und wir haben noch so einen Typen. Wie komme ich jetzt hier rein? Wobei, ich will kurz was testen. Das war jetzt der Big Olli da. Ah, ja, natürlich. Ne, bitte sag mir jetzt nicht, dass es permanent ist. Konnte ich jetzt nicht mehr wechseln? Ich kann meine Waffe nicht mehr wechseln. Okay. I guess. Sorry. Okay. Ja, geil. Hast du noch Munition da? Okay, also das haben wir nicht, die Granaten hier. Hallo? Ich dachte eigentlich, also, wenn es jetzt zwei Kämpfe. Ich hab jetzt. Ja, natürlich. Ja, komm, weg. Ach Mann, ich habe jetzt nur scheiß Granaten. Möchte ich eigentlich auch mit einer Granate treffen? Das ist doch beschissen. Warum kann ich die Waffe nicht mehr wechseln?
Machen wir einmal rum. Da, und wieder nach da vorne. Komm, schieß mal wieder leer. Komm, schieß. Schieß. Oh. Echt jetzt? Ja, geil. Er muss wieder... Oder kann ich von den anderen Gegner Munition nehmen? Komm, schieß. Ja, werde ich ihn nochmal auf die andere Seite locken. Na? Haha! Er kann sich selber treffen. Na? Ja. Ich kann da nichts machen. Komm. Ja. Ah, geh weg. Bin ich jetzt geladen? Und was ist... Warte mal, wenn er hier wieder so aufmacht, dann würde ich ihm hinten mal reinschießen. Komm, schieß. Oder schieß dich selber an. Komm. Mach dich leer. Ist der jetzt leer? Immer noch nicht. Und jetzt? Machst du es wieder? Nice! Noch eine Runde? Ich glaube nicht. So, kann ich von dir noch Munition haben? Dankeschön. Kann ich noch mehr Munition haben? Nein, kann ich nicht. Hm. Okay, das ist nichts. So, Baby Nummer 2. Ach, Mann. Also ich hoffe, wir können die Waffe nochmal irgendwie wechseln. Weil so schön wie der Granatenwerfer auch ist, ich hätte auch gern die anderen. Ja, immer noch nicht schön. Ja, nicht lecker. Ach ja, unser Kollege. Oh, die Hand. Jetzt wird's dann langsam schwierig mit Sachen angreifen. Oh, hier rein. Ach so. Ich bin so ein Held. Ich nehme die Flasche nicht mit. Keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder ist ein Bug? Also, hier ist nichts mehr.
I guess wir müssen irgendwas finden, wenn wir unsere Hand frei machen. Naja, hier ging es ja nicht weiter. Ja, okay. Nachdem es hier nicht weitergeht, muss es da irgendwas oben haben. Ich dachte, da wäre nichts. Da komme ich halt nicht hin zu dem Ding hier. Was muss ich tun? Das hier ist alles eine reine Sackgasse. Oder kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nö. Was willst du von mir? Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt wieder rauslaufen sollte, oder? Hat sich hier was getan? Also, das passt doch mich nicht. Keine einzige Waffe. Das gibt's doch nicht. Mal kurz die andere Frau. Ich meine, hier rein kann ich ja auch nicht mehr. Da geht's nicht weiter. Ja, also. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen an. Obwohl, also ein bisschen halten könnte man es ja schon mit dem. Kaputt machen. Also ich sehe zumindest nichts Offensichtliches. Und da hinten war ja auch nichts mehr. Ha. Da ist noch ein Weg, aber komme ich nicht runter. Okay, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das ist, dass wir doch nach draußen gehen und schauen, ob das andere Tor jetzt offen ist. Und ich wüsste nicht... Ah, doch, vielleicht, wenn wir das eine Teil da gesprengt haben, ist das dann jetzt auf der anderen Seite offen ist. Halte ich zwar für komisch, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Nö, das ist immer noch zu. Und hier ist sonst auch nichts. Hier vielleicht? Sieht auch alles wie vorher. Auf der anderen Seite. Okay, ich bin gerade ein bisschen lost. Okay, ich werde mal Dr. Google fragen, was ich als nächstes machen muss, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wohin oder was zu tun ist. Aber da komme ich auch nicht weiter. Vermutlich ist es nur so ein kleiner Schalter, den ich übersehe. Oder muss ich auf das da einmal schießen? Das ist ein bisschen schräg, aber... Nö. Guti, also, ich gucke da nochmal nach. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Anscheinend gibt es irgendwo bei den Treppen einen versteckten Weg. So hinten... Wird aber nicht das hier sein.
Und da hat es auf jeden Fall. Was ist es? Oh, wow. Wow. Oh, da ist noch so einer. Munition. Nix. Ach so. Das geht jetzt auch nicht mehr. Praktisch. Was ist das? Oh, befreist du mich jetzt? Au! Okay. Nur mal heilen. Ich glaube, das findet er nicht so cool. Okay. Ah, und ich bin wieder zugewachsen. Ja, okay. Was ist das jetzt hier? Kann ich dich aufmachen? Nein. Ah, I see. Das wird jetzt so ein Zeitding. Okay. Okay, dafür geht's jetzt schneller. So, schnell. Dankeschön. Und hier rauf. Ja, und es wächst wieder zu. Der hat keinen Bock, hier wegzugehen. Oh. Muss ich jetzt hier jetzt machen? Aha. Oh. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Okay. So. Ach man. Ja. Das wird jetzt super werden in der Zukunft. Okay, wir haben jetzt 5 Punkte. Ja, ja, komm, wachs wieder zu. Gut. Warte mal. Oh, das Ding ist jetzt ja nicht kaputt, oder? Oh, oh. Lass auch reinschießen? Okay, konnte ich nicht. Wir haben noch einen Schuss. Und wir heilen uns mal. Gut. Einmal aufladen. Hey, habt ihr das gerade gesehen? Da war die Handheile. So, das ist das. Was ist das? Ah. Ah, ja. I see. Wir müssen die Waffe dann auch irgendwie loswerden. Was haben wir denn hier Schönes? Stimmt ja.
Warte mal, so ein Handcutter war doch hier. Machen wir das mal da. Ja, angenehm. Komm, weg. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mal durch. Oh. Ich hab so eine ganz grobe Ahnung, was hier gleich passieren wird. Ich glaube, ich hau mal eins von denen hier rein. Ich glaube, das macht den Parasiten weg. Okay. Ich hoffe, das... Na, das wird sich nicht ausgehen, oder? Let's test. Ja, ich weiß. So. Schnell. Komm. Yes. Auf! Was zum? Was zum? Ja, keine Ahnung. Alter, wie das Viech aussieht. Hier? Alter. War's das jetzt? Ah, danke schön. Alter. Habt ihr gesehen, wie das ausgesehen hat? Und der hat jetzt... Ja, wir sind vielleicht ganz leicht verwundet. Warum ist er jetzt zu? Vor allem... Wir müssen doch noch zu dem Ding da mit den Bodies. Okay, mach auf. Wird das jetzt so ein Rennding? Okay, da ist zu, aber das wird dem Teil bestimmt nicht aufhalten. Ich glaube, wir kommen dem Ende nahe. Ja, ich meine, dass er überhaupt noch steht, ist ein Wunder. Dieses Device hätte man früher gebraucht. Und dann am besten gerade erschießen, diesen Parasiten. Aber wir machen die ganzen Sachen da in dem Apparat und wissen gar nicht mal, was wir da machen.
Ich meine, irgendwie Blut reindrücken in diese Körper da. Wissen nicht, was das bewirkt. Ja. Und dann diese kranken Leute da, aus deren Köpfen, was auch immer hier rausgeht. Ah, welche Seite war es, was runterging? Ich glaube auf der. Ja, ich glaube, das schaut richtig aus. Alter Scholli. Ja, was passiert jetzt? Gar nichts? Ach so, nee. Jetzt kommt es aus dem Kopf hier wieder. Oh. Okay. Was haben wir hier? Okay, da mache ich mal ein Foto. So, einmal das hier. Okay. Geht wieder zu. Ist das wieder so ein Rätsel, wo wir zwei brauchen? Ja. Und wo bekomme ich Nummer zwei her? Ja. Was warst du nochmal für einer? Ach, das war das Handteil zu machen. Hä? Ich höre wieder das komische Geräusch. I guess, wir schauen uns das da in der Mitte mal an. Okay. Ganz schlechte Idee. Was zum? Was zum? Arztmaschine? Ja, danke. Haben die das gleiche mit den anderen auch so gemacht? Was zum? Oder haben wir jetzt unser Bewusstsein übertragen?
Das muss ich mir jetzt ansehen. Alter. Was denn, er ist hier noch weiter am Rumdoktern? Wechseln. Wie mache ich das Wechseln? Aber ich habe jetzt schon meine Idee, was ich ungefähr machen muss. Also C oder S. Braucht mal den hier. Und macht den da. Ja, aber wie kann ich jetzt wechseln? Wechseln, Spacebar. Okay. Ich gebe den Gedanken, dass wir jetzt irgendwie diesem Bewusstsein sind. Schaut euch das mal an. Alter. Aber ich glaube, wir sind eine Kombination zwischen irgendwas Lebendem und einer Maschine. Warum geht es nicht ganz auf? Was ist, wenn ich jetzt da loslasse? Vielleicht zu zweit darauf. Nö. Oder müssen wir uns selber da irgendwie retten? Und das war schon mal nicht die Lösung. Mal zurück zu diesem Doktorapparatus da. Kann man... Was ist mit dem Ding auf dem Kopf? Warum machen wir da weiter? Ach, oder Moment. Ah, Alter, das. Oh. Oder funktioniert dieser ganzen Gedankenzeugs nur, wenn jemand so richtig Schmerzen hat? Alter, das Spiel weiß einfach, wie man immer noch eins draufsetzen kann. Ich glaube mal, wir müssen hier rauf. Immer wechseln. Ja, und das Ding geht auch mit. Alter. So, komm, wir machen das jetzt hier nochmal. Ach so. Ja. Warum nervt so ein Teil? Gut. Aber nur einer von beiden wird hier rauskommen. Wird viel lieber die andere Person spielen. Geht immer noch nicht. Wieso kriege ich dich nicht komplett auf? Ich meine, das Ende. Ich kann
kann hier gar nicht mehr rausgehen aus dem Ende. Was bist du, dass ich mache? Ach, ich kann da... Na, jetzt kann ich doch durch. Ich kann mich jetzt mit der Maus auch nicht mehr bewegen. Ich kann nur noch nach vorne. Was ist das hier? Sind die vielleicht doch nicht ganz so verrückt und haben da was aufgemacht oder ist das Halluzinationen von dem ganzen Schmerz? Oh, wir sind wieder. Oh! Entschuldigung. Hä? Sag jetzt nicht, das war's. Also wir werden von ihm da irgendwie verschlungen. Die zwei, was auch immer, können jetzt nichts mehr machen ohne uns, I guess. Sehr... lecker. Mir würde aber schon eigentlich interessieren, was passiert, wenn man da hinten weitergeht. Ich verstehe den Sinn einfach nicht. Ich meine, die zwei Roboter-Menschen-ähnlichen Dinger da hatten ja, glaube ich, irgendwas im Bauch, oder zumindest sah es so aus. Wir haben die da mit diesem Babysaft gefühlt und... Ich verstehe es nicht. Ja, das war's. Ja, also... Das Ende... Ja, nee, also mit dem Ende kann ich jetzt persönlich nicht sehr viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Und vor allem, die Message ist mir nicht so ganz klar, was Korn damit sagen will mit dem Ende. Ich blick überhaupt nicht durch. Also ich glaube, ich werde da nochmal nach Entwicklerinterview oder so mal gucken, weil ganz großes Fragezeichen. Aber abgesehen jetzt mal von dem Ende, muss ich sagen, ist ein gutes Spiel. Es ist jetzt nicht so extremster Horror, aber guter Horror. Es ist aber extrem bloody und ziemlich, ziemlich eklig und das Durchgehen. Und da, wo du denkst, da kommt irgendwie die Schwarzblende oder so. Nee, da wird voll draufgehalten. Das ist ziemlich krass, aber war eine gute Erfahrung. Und ist jetzt doch nicht ganz so lang gegangen, wie ich dachte. Was ist heute mein Score? Lass es mich wissen in den Kommentaren und dann bis bald zum nächsten Abenteuer. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.